Michael Gerzmeier, Marketingleiter des Gentle Swiss Racing Teams neben mir. Herr Gerzmeier, auf dem Aston Martin ist eine Schweizer Fahne zu sehen. Der Aston Martin, ein britisches Auto, der Nürburgring in Deutschland. Wie ist es zu dieser internationalen Kombination gekommen? Also es ist so, dass die Firma in der Schweiz sitzt, im Zug, und deswegen natürlich der Sitz des Teams auch in der Schweiz ist, deswegen auch die Schweizer Fahne. England kam dazu, weil einfach der Aston Martin ein unglaublich schönes und faszinierendes Auto ist. Und der Nürburgring oder Deutschland kam dazu, weil der Aston Martin einfach ein Langstreckenauto ist und dann auf dem Nürburgring Langstreckenrennen gefahren worden. Und deswegen passt es am besten zusammen. Was trinkt das Team mehr, Rivella oder Earl Grey Tee? Am liebsten Wasser, was anderes kriegen die Jungs eigentlich nicht beim Rennen. 2008, das erste Jahr gewesen, da stand man schon auf dem zweiten Platz beim 24-Stunden-Rennen hier am Nürburgring in der Klasse. Und auch 2009 war man schon häufiger auf dem Podium. Wo geht's denn 2010 hin? Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Also wir werden 2010 die Rennsaison ein bisschen anders gestalten, als wir es in den letzten zwei Jahren gemacht haben. Wir werden anfangen mit Dubai. Wir werden das 24-Stunden-Rennen in Dubai fahren im Januar, fahren dann zwei, drei Langstreckenrennen hier am Nürburgring, fahren dann das 24-Stunden-Rennen hier am Nürburgring und wollen dann noch zwei bis drei weitere 24-Stunden-Rennen fahren. Wie gesagt, weil Aston Martin und weil der N24 einfach ein Auto ist für wirkliche Langstreckenrennen. Und natürlich ganz da nur das Ziel sein, bei jedem Start auf das Podest in der Klasse zu kommen und soweit es geht eben in der Gesamtplatzierung nach vorne. Jetzt ist das Team ja ein privates Rennteam. Wie muss man sich die Arbeit vorstellen von einem privaten Motorsport-Team? Eigentlich ist der größte Unterschied natürlich das Budget. Also man hat als privates Team, muss man gucken, wo man das Geld herkriegt und wie man es zusammenhält. Deswegen sind natürlich die Entwicklungskosten und auch das Drumherum wesentlich geringer als bei Werksteams ist. Das Arbeiten an sich muss aber genauso professionell sein, wie es im Werk auch ist, weil einfach sonst auch die Fahrer ziemlich gefährlich leben, wenn dem nicht so ist. Und man will ja auch bestmögliche Ergebnisse einfahren. Es ist aber so, dass das Team eben ergänzt wird. Im Kern müssen sie sehr, sehr intensiv daran arbeiten und ergänzt wird durch viele helfende Hände, durch viele Begeisterte. Und so funktioniert es auch. Es muss sehr viel Herzblut drinstecken, sehr viel Begeisterung drinstecken, weil man sich natürlich am Ring hier bei so einem Rennen die Nächte um die Ohren schlägt und viel, viel, viel Zeit investieren muss. Jetzt fährt das Gentle Swiss Racing Team mit einem Aston Martin N24 Vantage V8. Ein wunderschönes Auto, sieht man häufiger auf der Straße, aber das Auto vom Team ist ein bisschen anders, oder? Wo liegen da die Unterschiede? Ja, also es ist der N24 ist die Rennversion des normalen Vantage, der auch so ab Werk gekauft werden kann. Das heißt, die großen Unterschiede sind, natürlich gibt es den Käfig, also den Überrollkäfig. Es gibt kein Interieur, es ist alles raus, also mit möglichst wenig Gewicht auch da ist. Es gibt Sicherheitstanks, es gibt über das Fahrwerk eben ein paar andere Einstellungen. Klar, Slicks ist einer der größten Unterschiede. Der Wagen ist zwar sehr, sehr nah an der Serie, deswegen fahren wir auch in der GT4, die eben sehr nah an der Serie sein muss. Aber ja, alles, was Fahrwerksabstimmung und was Sicherheit angeht, da ist der Wagen natürlich weiterentwickelt. Und auch der Motor hat in der Serie normal 389 PS und der wird eben über das Motormanagement dann auf knapp 430 PS hochgemacht und ein bisschen aufgemotzt, und das sind so die größten Unterschiede zur Serie. Im Hintergrund können wir es noch hören, das Rennen läuft noch und von daher wünschen wir einen schönen Saisonabschluss und einen hoffentlich erfolgreichen Saisonabschluss und dann viel Erfolg bis Jahr 2010 und dann auch in Dubai. Herzlichen Dank.